Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne das Buch Das geheime Spiel von Kate Morton vorstellen. Das Buch ist 2007 im Diana Verlag erschienen, hat 682 Seiten und kostet als Taschenbuchausgabe 9,95 Euro. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs kommt die junge Grace nach Riverton Manor, um dort ihre Stelle als Dienstmädchen zu beginnen. Vor Grace hat schon ihre Mutter auf Riverton Manor als Dienstmädchen gearbeitet, bis sie dann unehelich schwanger wurde und die Familie Hartford sie dann leider rausgeschmissen hat. Und so probiert jetzt dann Grace ihr Glück auf Riverton Manor als Dienstmädchen und während sie so die Hausarbeiten verrichtet, lernt sie auch ganz schnell die drei Hartford-Kinder, David, Hannah und Emmeline, kennen und fühlt sich zu ihnen hingezogen, weil sie relativ im gleichen Alter ist wie die drei. Und besonders zu Hannah und Emmeline fühlt sie sich hingezogen, ganz besonders sogar zu Hannah. Und eines Tages bringt David Robert Hunter mit und Robert Hunter verändert nachhaltig das Leben von allen. Robert ist also derjenige, der dafür sorgt, dass David mit in den Krieg zieht und David fällt dann auch im Krieg, was natürlich auch eine dramatische Wendung dann für Riverton Manor hat. Und Grace begleitet dann die Hartford-Schwestern Hannah und Emmeline ihr weiteres Leben hinweg. Und auch Hannah hat sehr viel Zutrauen zu Grace. Und also das ist wirklich eine innige Beziehung zwischen Dienstmädchen und Arbeitgeberin, spätere Arbeitgeberin. Und als Hannah dann eines Tages heiratet, beschließt sie auch Grace als Zofe mit nach London zu nehmen. Und so gibt sogar Grace ihre große Liebe für Hannah auf und geht also mit Hannah nach London. Und eines Tages kommt wieder Robert Hunter, der mittlerweile Dichter ist, ins Spiel. Und Hannah fängt dann ein Techtelmechtel mit dem Robert Hunter an, weil sie in ihrer Ehe nicht glücklich ist. Und aber auch ihre Schwester Emmeline hat es auf den Dichter abgesehen. Und eines Abends, als ein großes Fest auf Riverton Manor stattfindet, also Hannah ist mittlerweile mit ihrem Ehemann von London wieder zurück auf das Gut Riverton Manor gezogen, weil Hannahs Vater, Lord Hartford of Ashbury, mittlerweile verstorben ist, kommt es zu einem sehr, sehr tragischen Unfall, wofür Grace sich im Nachhinein die Schuld gibt, aber nie darüber spricht. Das Buch wird in zwei Zeitebenen erzählt, einmal 1999, Grace ist mittlerweile 98 Jahre alt und wohnt in einem Altersheim, und die Geschichte der beiden Hartford-Schwestern und von dem Dichter Robert Hunter soll verfilmt werden. Und da Grace die einzigste Überlebende aus dieser Zeit ist, wird sie natürlich dazu befragt. Und so kommt es dann, dass Grace also die Geschichte selbst nochmal durchlebt, und die Geschichte wird auch aus der Ich-Perspektive von Grace erzählt mit den Rückblenden, und ob Grace dann schließlich nach über 75 Jahren dieses Geheimnis lüftet, woran sie schuld ist, das, meine Lieben, müsst ihr selbst lesen, falls es euch interessiert. Das war das Erstlingswerk von Kate Morton. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Buch, wie ich es liebe. Ein Familiengeheimnis, spannend von Anfang bis zum Ende. Grace hat auch
eine Verbindung zu den Hartford-Schwestern, das ist aber allerdings relativ durchschaubar nach ein paar Seiten. Das fand ich jetzt nicht so gut, aber okay, für ein Erstlingswerk kann man nicht meckern. Auf jeden Fall, welche Schuld Grace da auf sich geladen hat oder warum sie glaubt, daran schuld zu sein, das erfährt man wirklich erst zum Schluss. Also man kommt auch die ganze Zeit nicht drauf. Das Buch ist wunderbar geschrieben. Ganz toll für usselige Herbsttage. Ich habe es geliebt. Vom Anfang bis zum Ende. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Es war ganz, ganz toll. So Bücher wünsche ich mir. Ich freue mich schon auf weitere Bücher von Kate Morton. Und das Buch bekommt von mir 5,5 von 6 Rosen. Eine halbe Rose muss ich leider abziehen, weil es relativ schnell durchschaubar ist, was Grace mit der Hartford-Familie zu tun hat. Ja, aber ansonsten wirklich ganz, ganz großes Lob für ein Erstlingswerk. Mich würde interessieren, hat irgendeiner von euch das geheime Spiel gelesen? Wie fandet ihr es? Das interessiert mich ja immer brennend. Und das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist der Titel. Also das geheime Spiel passt da eigentlich nicht wirklich, weil das geheime Spiel ist ein Spiel, ja, was die drei Geschwister untereinander spielen, wovon auch nur sie die Regeln kennen. Aber das hat eigentlich gar nichts mit dem Buch im Endeffekt zu tun. Da ist die, der Originaltitel The Shifting Fog eigentlich schon viel aussagekräftiger. Aber naja gut, nichtsdestotrotz. Das war's von mir an dieser Stelle, meine Lieben. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, ich kann es euch nur empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut.